Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit den neuen Spoilern zu One Piece Kapitel 967, welche dieses Mal echt früh geleakt worden sind. Das Kapitel heißt auf jeden Fall Rogers Abenteuer. Gunford hilft Roger und seine Crew Skypiea zu verlassen. Kurz darauf landen sie auf Water 7. Dort findet Roger heraus, dass es auf Su ein rotes Poneglyph gibt. Und ich frage mich, wer auf Water 7 weiß über die roten Poneglyphe Bescheid? Auf jeden Fall trifft er auch auf Tom und sie reden über den Seezug. Oden bietet by the way Franky sogar an, dass er bei Roger ein gutes Wort für ihn einlegt, wenn Franky den Roger Piraten beitreten möchte. Und oh mein fucking Gott, Franky hätte halt wirklich den Roger Piraten beitreten können. Aber nein, Franky wollte damals noch kein Pirat sein. Look at you Franky now. Danach gehen sie auf jeden Fall auf die Fischmenscheninsel, wo Roger und Oden eine Stimme hören. Neptun beschuldigt Roger, irgendetwas Schlimmes gemacht zu haben, doch Roger sagt selbst, er wäre unschuldig. Und tatsächlich, es war ein Seekönig, der für alles verantwortlich war. Mit 3 Jahren prophezeit Charlie, dass die Seekönige auf die Geburt der Meerjungfrauenprinzessin warten. Oden liest das Poneglyph und es scheint tatsächlich nur ein Entschuldigungsbrief zu sein. Neptun ist besorgt, dass wirklich ein Fischmensch geboren werden könnte, welcher mit Seekönigin sprechen kann. Denn dies würde bedeuten, sie oder er wäre die Waffe Poseidon. Als die Roger-Bande die Fischmenscheninsel verlässt und Richtung Wano fährt, wird Toki plötzlich krank. Nekomamushi, Inuarashi und auch Toki bleiben daraufhin auf Wano. Oden will ebenfalls bleiben, wird aber von Toki gezwungen, das Abenteuer weiterzuerleben. Auf Su haben sowohl Roger und Oden auch das Gefühl, beobachtet zu werden. Von was wohl? Sie entdecken dort das rote Poneglyph. Als sie dann endlich auf die letzte Insel wollen, wird auch Buggy krank und Shanks sagt, er bleibt bei Buggy. Irgendwann will er seine eigene Piratenbande gründen und selbst auf die letzte Insel fahren. Die Welt währenddessen erfährt von Rogers Abenteuern und nennt ihn Eroberer der See und Piratenkönig. Oden schreibt über die Abenteuer, das Geheimnis des verlorenen Jahrhunderts, das Geheimnis der Dies und die antiken Waffen. Als Roger und seine Bande auf die letzte Insel kommen und das One Piece sehen, fangen alle nur an zu lachen. Roger sagt, er wäre gerne in der Zeit von Joy Boy geboren worden, denn das alles sei eine wirklich, wirklich lustige Geschichte. Deshalb nennt er die Insel Love Tale. Und ja, es ist eine wirklich, wirklich lustige Geschichte, das antike Königreich, das einfach ausgelöscht worden ist und deswegen die böse Weltregierung gegründet wurde. Ein Teil der Geschichte wurde einfach mal komplett weggelassen und wir sehen ja, was wir heute hier haben. Wirklich lustig, Roger, ganz ehrlich. Was denkt ihr über die Spoiler? Schreibt mir eure Meinung unter die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.